Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Thief Simulator 2 mit mir in dem Fuchsel. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal vergessen zu sagen. Das ist Teil 2, ist aber boah, gut, kann man sich eigentlich denken. Gut, wir haben jetzt aktuell 3251. Wir haben noch jede Menge Zeug zum Verscherbeln. Wir haben, wenn ich alles täusche, sogar ein Make 20.000. Stolen Rewards. Oh, da muss ich mal reingucken. Aber wie denke ich dran, wenn ich Oder ich fange die Folge nochmal neu an. Warte mal. Das gucke ich mir mal an, das Stolen Rewards. Moment. Besteck. So, dann sind wir wieder zu Hause. Ganz kurz nochmal. So, Stolen Rewards ist nicht die, doch hier ist es. Öffne 5 Paketschließfächer, stiehl 300 Gegenstände. 20% niedrigere Steel Gear Preise. 50% Darknet Zinssatz. Stiehl 500 Gegenstände, bestiehl 7 Personen. Verdiene 20.000. Beute ergibt 1,5 mal XP. Schließe 2 Missionen ab. Auto-Upgrades, Lackierungsänderungskosten 50 Dollar. Ja, okay, sehr schnell erledigt, denke ich. Markiere 15 Personen, öffne 50 Schlösser. Einladung eines Helfers kostet 0. Ach, man kann Helfer anwerben? Okay, Chance auf zufällige Routineänderungen 10%. Zerstören die Schlüssel Stufe 3 mit Brechstange. Verringert die Abklingzeit von Fähigkeiten um 3 Minuten. Okay. Kameras prüfen. Haben wir Kameras? Eine. Aha! Haben wir erwischt. Geht einfach raus. Verwendung. Was sind das überhaupt? Verfügbare Überfälle. Okay, ich wollte hier nochmal, wie kann ich das machen eigentlich? Funktioniert denn das? Hier geschlagen. Bewege den Mauszeiger über den roten Balken. Aber wenn ich mich bewege. Okay, ich muss mit linker Maustaste das machen. Okay, das brauchen nur noch einen Typen, bei dem wir es probieren können. Dann nehmen wir uns gleich den nächsten Random, den wir sehen. So. Wir müssen auf jeden Fall ein Foto von Haus Nummer 105 machen. Der Küche dort, um genau zu sein. Kannst du das Auto beim Autoservice anpassen und aufrüsten. Ändere die Farbe, tune den Motor oder mach was immer du willst. Kann ich Ihnen auch eine Hydraulik einbauen, dass es so hüpfen tut? Passend zur Musik. Wie in GTA. Oh, ich weiß es. Unterbodenbeleuchtung. Ich meine, wir müssen ja auffallen mit dem Auto, also nicht. Ja, ich dürfen wir gar nicht auffallen. So, wir haben noch ein bisschen was zum Verscherbeln hier. Zum Beispiel ein Bild. So, Danem. Ja, wünsche ich dir auch. Sonst wäre es Oktober, aber egal. Alter Röhrenfernseher. Hier, für dich. Wag es nicht, Crazy Joe zu bestehlen. Aber er guckt doch gar nicht her. So. Was ist eigentlich der Fernseher wert? Wo ist er denn? Alter TV. 220. Hm. Naja. Alles verkaufen. Okay, irgendwas war 155. Okay, ein paar Sachen waren dabei, die viel wert waren. So. Läuft ja irgendwo eine Person? Da unten rennt einer. Probier die doch mal aus. Okay. Bleib doch mal stehen.
Taschendiebzahl, Smartphone, Medi, Smartphone. Viele, viele bunte Smarties. Ew! Ja, was denn? Kommst du zum Kuscheln? Okay, ich will gerade nicht, weil sie da hinrennt. That's ridiculous! Du siehst auch nicht besser aus. Oh oh. Taschendiebstahl, USB-Stick. USB-Stick. Kann ich sie nochmal? Theoretisch schon, aber wir werden gerade von einem Auto verfolgt. Kommt nochmal ein Auto. Taschen sind leer. Okay. Dann halt nicht, aber wir haben es zumindest mal ausprobiert. Brauchen wir die Gegenstände, die wir haben? Ja. Smartphone Medi ist gesperrt. Okay, das müssen wir entsperren. Das kann man ja zu Hause machen. So, aber erstmal können wir uns mal die Mission weiter. So. So, wo ist denn 105? Wenn da 107 und 6 sind, dann muss doch theoretisch das nächste Haus 105 sein. Wenn man hier fährt. Da ist 105. Soda Pop Shop. Das heißt, theoretisch müsst ihr eigentlich reingehen dürfen, oder nicht? Hallo, jemand zu Hause? Mein Laden ist ja kaum noch was drin. Tag. 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 Oh. Nein, 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 ich wollte nicht stehen. Ich wollte mit ihr anquatschen. Guten Tag, dürfte ich vielleicht kurz Ihre Küche fotografieren? Es geht wegen, ich bin von der Tageszeitung Küchen für die Welt. Und da müssen wir eben Küchen fotografieren von so Billigläden, Sie wissen schon. Gutes Gespräch. Okay, Dietrich habe ich können. Ich brauche Schloss für Knackenstufe 2. Sie hat gesagt, sie soll stehen bleiben. Kann ich vielleicht durchs Fenster durch einfach ein Foto machen? Okay, wie komme ich da rein? Ein Wauwau. Lässt du dich streicheln? Nö. Okay, ich brauche Beweglichkeit Stufe 1. Da müssen wir wohl ein bisschen trainieren gehen. Ist es Beweglichkeit? Beweglichkeit Stufe 1. Ja, okay, geht noch nicht. Wenn wir die Schlösser knacken, Stufe. Ach, wir können das schon mal lernen. So, warte mal. Fotografiere die Küche. Schlösser knacken, Stufe 2. Was ist eigentlich Paketcode? Ja, gut, das ist mir schon klar, weil wir kriegen ein Paket oder so. Dietrich. Ich habe nichts gemacht. Aber hier sofort. Ey, ich habe doch nichts gemacht. Oder haben die jetzt geschlossen? Okay, die Küche ist da oben. Habt ihr jetzt geschlossen oder was ist los? Warum schimpfst du? Darf ich dir kurz ein bisschen in den Arsch greifen? Aua. Ich kann nichts sehen. Ich bin blind. Okay, das war nichts. Ich habe nicht mal die Mülltonne da gefunden. Fernglas. Wenn du genügend Geld hast, kannst du ein Fernglas kaufen. Mit 2 N. Kannst es verwenden, um Miete zu markieren und Beute durch Wände hervorzuheben. So.
Habe ich eigentlich schon Stufe 2 jetzt geholt oder muss ich die nochmal holen? Muss ich nochmal freischalten. So. Jemand hat dich erkannt, werde die Poster los. Was für Poster? Was für Poster? Welche Poster? Red mit mir! Hä? Was denn für ein Poster? Fahndungsfotos, wo hängt denn sowas? Wo könnte denn sowas hängen? Deine Bushäuschen vielleicht? Jemand hat dich erkannt. Ja, ich suche ja schon Poster. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich gucke gerade so noch auf die Minikarte, ob da vielleicht irgendwie was markiert ist. Vielleicht am Parkplatz? Ist das ein Poster? Da ist zumindest ein Typ drauf. Jetzt erreichen wir hier einfach ein bisschen Untertauch. Da ist ein Poster. Okay, so, wie viel bin ich in Wert? 5000 Dollar. Aber hey, er sieht doch gut aus. Also so einen gut aussehenden Typen würde ich auch überall suchen. Verbleibende Poster ein. Ah. The biggest question is where? Wieso sind auf einmal Poster so? Okay, das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Mr. Wow Wow. Wo ist der Wuff jetzt hin? Ah, scheiße. Ach Mann, weil die rechte Maus das losgelassen hat. Oh, hier drin werden die. Oh. Okay, ich ziehe mich mal lieber ein bisschen zurück. Hä? Dein Auto wurde von der Polizei gefunden. Oh. Naja, gut, besseres Auto als ich. Na, es läuft ja bis jetzt relativ scheiße. Um es einfach auszudrücken. So, werde ich eigentlich immer noch erkannt. Offensichtlich schon. Okay, ein Poster fehlt noch. Frage ist, wo? Da wäre ein Fragezeichen, aber es ist wahrscheinlich wieder irgend so eine Kiste, die ich knacken muss. Muss ich nicht sowieso knisten? Aha. So, was ist denn da drin? Aha, aha. Na schön, leider kein Poster dabei. Ja, jetzt darf ich wahrscheinlich wieder erstmal hier Fähigkeit lernen. Lernen. Zack. Quick by Dietrich. So. Wo könnte hier noch ein Poster sein? Wenn ihr das Poster seht, ruft einfach hier. Vielleicht auf der anderen Seite der Mauer.
Geh mal voraus, sie ist auch auf dieser Wand hier. Oder auch nicht. Wo ist das Poster? Postillon. Okay, jetzt mal im Ernst, wo ist das Poster? Ich glaube, wenn er sagen, das Poster da ist, brauche ich mich da nicht nähern, weil die wäre sofort erkannt. Realistisch jetzt, wenn die Leute dann auch auf mich losgehen würden. Hey, ich meine, ist mein Kopf 5000 wert. Jetzt noch mal sehen, da oben ist nochmal ein Fragezeichen. Bisschen extra Zeug hier. Okay, Stufe 3 Dietrich habe ich leider nicht. Den habe ich leider nicht. Das Poster habe ich auch noch nicht. Okay. Also Fantasie, kann ich das Zeug, was ich habe, schon mal verscherbeln. Well, that's just crazy. Schon gut. Oh, die beiden Festplatten und das Ding brauchen wir. Boah, der USB-Stick ist 150 wert. Da freut mich sie über so viel Kohle. Und später werden wir wahrscheinlich so Sachen holen, die mehrere tausend wert sind. Wenn du so denkst, so, ach mal, dieser USB-Stick, der ist ja gar nichts wert. Aber gut, dafür, dass der auch so wenig wiegt. Halbes Kilo. 500 Gramm USB-Stick. Ja, schwerer Brocken. Wenn ich den hier in meinen PC einstecken würde, würde glatt die Buchse kaputt machen. Einfach abfallen. Hätte ich eigentlich noch gesucht, weil das Auto hat jetzt eher nicht so reagiert wie... Oh, guck mal, da ist der Böse. Oh, vielleicht brauche ich hier die, Parkstationsnummer hier. Schließfach verwenden. 24252. So, was war in euren Adventskalender drin? Jetzt immer eine fünfstellige Nummer. Wie viele mögliche Kombinationen würde es geben? Das mache ich jetzt nicht. Da werde ich wahrscheinlich Stunden verbringen. Und so viel will ich leider nicht aufnehmen. Und so, hier ist auch irgendwie ein Telefon. Achso, hier. Ja, hallo. Well, hello there. I tell you what to steal. You have a few minutes to do so, then you get paid. Sounds good. Good. Then go. Stiehl unbemerkt den markierten Gegenstand von 105. Ah, da ist ein Poster. So, endlich. Weg mit dem Poster hier. Du wirst nicht mehr erkannt. So, mein Auto wird schon noch erkannt. George Store. Das Ding da oben. Der Vorteil finde ich Beweglichkeit. Dann will ich hier einfach hochkraxeln. Fertig. Hallo, ist noch jemand da? Nee. Okay, einmal. Und so. Registrierkasse.
Noch einmal, zweimal. Irgendwo sind Schritte zu hören. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Weg, weg, weg. Weg, du Sack. Ja, okay, jetzt die Aufgabe eh schon erledigt, die eine. Ach, jetzt wird mein Auto wahrscheinlich wieder entdeckt. Oder? Okay, ich muss dringend mein Auto auf jeden Fall wegfahren. Profi steht fest. Okay, mal sehen. Geschäft. Wohnzimmer. Nee, Moment, das ist eine Person. Also eine ist gleich weg. Ich überlege gerade, wie ich weitermache. Na gut, erstmal warten wir ab. Können wir einfach das Polizeiauto schnappen? Witzig wär's. So, da geht er. Sobald das Auto erreicht hat, ist der Alarm aufgelöst. Ihr habt nichts gemacht. Oh. Ich hoffe, wenn der Alarm rum ist. Oh, verdächtig. Ah, doch nicht. Okay, ich dachte, er holt mich jetzt raus. Okay, ich hoffe, wenn der Alarm vorbei ist. So, er geht zurück zu seinem Auto. Na. Macht wieder 180 Grad Drehung an Ort und Stelle. Wie so ein Panzer. So, der eine geht rein, der andere geht weg. So, das erste, was ich mache, ist Auto wegfahren. Alter, wieso? Ich fahre doch nur mit dem Auto weg. Oh, scheiße. Fangt mich. Sie können nicht gehen, während Sie aktiv verfolgt werden. Dann kommen wir zuerst die Polizei. Oh. Mann, kannst du dich mal entscheiden, wie rum du stehst? Ja. So. Reparaturkosten 21. So, billige Reparaturkosten. Polizei alarmiert, Flucht oder versteckt. Okay. Oh, da kommt er angerannt. Oh oh. Ja, ich brauche Versteck. Am besten gutes. Okay, die Ausdauer lässt nach. Versteck, Versteck, Versteck. Das soll jetzt wahrscheinlich auch ewig, bis die wieder... Selber auf meinen Standort aufmerksam gemacht. Oh, das ist scheiße. Das ist potenziell scheiße. Das muss ja irgendwo ein Versteck sein, Mann.
Jetzt sind wir wieder beim Laden. Oh oh. Oh oh. Wo ging's hier rein? Okay, schnell! Oh nein! Oh Gott! Oh Mann! Where could he be, goddammit? Olle! Das war knapp! Einmal über die halbe Map gejagt. Ist heute immer noch Tag des Einbruchsbewusstseins? Oder ist einfach so die Mission? Oh, ich glaube, die sind weg. Ich warte trotzdem mal kurz, bis der Alarm weg ist. Okay. Schade, dass das keine XP gibt, wenn man vor der Polizei flieht. Okay, der Alarm, der wird eh noch ein bisschen bleiben, weil wir müssen erstmal zum Auto zurückrennen. Okay, ein Auto ist schon mal weg. Das war knapp. So, wo ist 105? Wo ist mein Auto? Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch gesucht werde. Ist hier irgendwo ein... Okay, das Auto bleibt nicht stehen. Ist hier irgendwo eine Person? So ein random Dude irgendwie. Nee, es ist kein Bild von mir. Hallo, gute Frau, erkennen Sie mich zufällig irgendwoher? Das sieht nicht so aus. Okay, dann hole ich mal schnell, sagt ein Wurzelt. Dann hole ich noch mal schnell mein Auto und fahre zu 105 hin und dann hole ich da noch mal rein und dann probiere ich es noch mal. So, ich lasse jetzt noch mal bis zur Nacht schlafen, bis der andere wieder das Haus verlässt. Sollte jetzt eigentlich der soweit sein. Okay, er ist schon längst draußen. Okay, und der andere, der pennt oben. Das heißt, die Gelegenheit ist praktisch gesehen günstig, schnelles Foto zu machen. Ist die Wasser nehme ich mit. Geld nehme ich mit. Fotografiere die Küche, wie meint es am besten? Bei einigen Missionen musst du ein Foto vom bestimmten Objekt Ort machen. Da kannst du jetzt mit dem Telefon machen. Error up. Nutze Kamera-App. Ah, okay. Hoffentlich geht es, wenn es mitten in der Nacht ist. Kamera-App. We're gonna do something crazy, but first you need to learn how to use lockpicks. Do some jobs, steal some more. Stock up on lockpicks once you have the experience. Okay. Also ich muss jetzt drei Dietriche kaufen. Für die nächste Mission. Rucksack ist voll, was? Okay, gibt's was zum Wegtragen? Irgendwas Großes zum Wegtragen vielleicht. Brauchen die zwei Türen, um ins Schlafzimmer zu kommen. Ja, okay, ich würde mich nur noch draußen.
Den Router nehme ich noch mit. Kann ich nicht wissen. Den Schein nehme ich auch mit, den 15-Dollar-Schein. So, bringen wir das schnell weg. Dann gehe ich nochmal rein und gucke nochmal, wie ich was finde. Zack, zack, zack. Drei Festplatten. So. Wir haben zwar die halbe Stunde schon voll, aber ich schaue trotzdem noch, was geht. Bisschen was geht ja noch. Solange das andere nach Hause kommt. Nicht so schnell, nicht so schnell. WLAN-Adapter. 20 XP, Radio. So. Kopfhörer. Cash. Beamer. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Stufe aufgestiegen. Geht der Mixer? Der Mixer geht noch. Haben die Messerblock hier? Die haben Messerblock. Scheiße. Ach, Mann. Okay, den Messerblock muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So. So, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Ah, nicht viel. Den Messerblock will ich auf jeden Fall noch haben. So, wie steht fest? Aber hier drin ist sonst nichts mehr. Ich soll vielleicht auch mal dahinter die Kasse gucken, ob da vielleicht so ein, eine Nummer für Parkstation ist. So, Messerblock kommt mit. Messer selber nicht. Der Staubsauger. Habe ich noch 5 Kilo Platz? Nein. Also hier ist auch nichts, hier ist auch nichts und da ist genauso wenig. So, der andere könnte jetzt dann gleich nach Hause kommen. Ich würde es trotzdem nochmal riskieren, den Staubsauger wenigstens noch zu holen. Vielleicht kann man den brauchen. Ist hier hinten irgendwas, was wir brauchen könnten? Ne, hier kann man nicht immer mit irgendwas interagieren. So, jetzt kann es ganz schnell. So, du kommst da rein. 2 Kilo, wir brauchen 5 Kilo, das passt schon. Okay, er schläft noch mindestens bis 5. Was in 50 Minuten ist, okay. Aber den Staubsauger kriegen wir. Newton Dyson, die nehmen wir uns mit. So, wir können auch Abkürzungen nehmen nach unten. So, dann sind wir raus. Gut, das nächste soll ich 3 Dietriche kaufen. Ja, gut, das machen wir dann, wenn es soweit ist.
Ich fahre jetzt erstmal nach Hause zurück. Ich mach schnell das mit Black Bay. Und dann sehen wir uns in der. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wollte ich gerade sagen, wir. Ich werde die Folge beenden dann halt. So, das Auto ist auch ziemlich voll. Müssen wir dringend ein bisschen Material loswerden. Missing Items. $4000. Golden Head Regular Wallet. So. Ganz schnell verscherbeln. Black Bay. Okay, hier ist nichts. Küche. Elektronik. Zack, zack. Da haben wir sonst nichts mehr. Wertsachen haben wir auch nichts. Sonstige haben wir auch nichts. Autoteile haben wir auch nichts. Es ist wenig. Sehr wenig sogar. Zu wenig. So. Was haben wir hier noch alles drin, was weg muss? Eine Menge und ich habe nichts im Inventar. Tu mal den mal weg und tue ich den weg. Wobei, den brauche ich gar nicht mehr. Dann tue ich die Folge jetzt hier beenden. Ich tue hier noch schnell die ganzen Sachen in den Schrank rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Thief Simulator 2 wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten werdet. Bis dann. Tschüss.